Hola und damit herzlich willkommen zu einem weiteren GoCrypto Update. Heute hier von der schönen Algarve in Portugal. Aktuell befinde ich mich nämlich hier im Urlaub und nichtsdestotrotz wollte ich euch ganz kurz eine Information mitgeben, denn das Halving hat stattgefunden und das schon seit guten 1400 Blöcken. Ich habe aber allerdings kein Video gemacht gehabt bisher und dachte mir, das wäre ein guter Zeitpunkt. Natürlich gehen wir heute auch durch unsere Bitcoin-Charts auf US-Dollar-Basis, auf Euro-Basis und auch wie viele Satoshis bekomme ich denn für meine Euros. Dann schauen wir auch noch mal kurz bei Twitter vorbei, was es hier so Neues gibt oder X, wie man es auch so gerne sagt. Aber was ist das Bitcoin-Halving eigentlich? Alle 210.000 Blöcke halbiert sich nämlich die sogenannte Block-Subsidy, also die Miner-Belohnung, die Miner eben bekommen, wenn sie erfolgreich einen Block gefunden haben für die Bitcoin-Blockchain. Das passiert alle 210.000 Blöcke, also knapp 4 Jahre. Wir befinden uns jetzt aktuell, wie gesagt, hatten wir jetzt letzte Woche eben 840.000 den Block und damit das Halving dann vollzogen. Die Belohnung ist auf 3,125 Bitcoin gesunken und dennoch sind die Gebühren bzw. die Miner Rewards extrem nach oben gegangen. So hatte zum Beispiel der Block 840.000, der eben dann das Halving eingeleitet hatte, eine Block Reward von 40 Bitcoin, was unter anderem daran lag, dass der Fee Pool, der eben für diesen Block gedacht war, so nach oben geschnallt ist. Das könnte mehrere Hintergründe haben. Zum einen wollen natürlich auch viele Leute genau in so einem Block eben eine Transaktion vollziehen, aber eben auch das neue Runes-Protokoll, was eben auch Shitcoins auf Bitcoin erlaubt, ist damit live gegangen und das führt natürlich auch zu Spekulationen, denn aktuell gibt es zum Beispiel hier von dem Miner via BTC, die diesen Block eben hier auch gemeint haben, eine Auktion und zwar für den ersten Satoshi in diesem Block 840.000 und der wird angeboten mit einem Bitcoin. Aktuell steht die Auktion, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, sogar schon bei 17 Bitcoin, also Spekulation ohne Ende. Nichtsdestotrotz bin ich natürlich ein Verfechter dafür, dass ein Satoshi bleibt und damit auch fungibel. Ich würde sagen, wir gehen gleich in die Charts rein. So, und dann gehen wir direkt in den Fear and Greed Index rein, der aktuell bei 65 liegt. Vergangene Woche hatten wir hier noch 72 und im letzten Monat sogar 79, demzufolge eine sehr gute Erholung, wie ich hier finde. Natürlich sollten wir hier nicht zu lange immer im 80er, 90er Bereich sein. Und das hatten wir natürlich, als wir hier auch das letzte Allzeithoch gesehen haben bei 73.000 Dollar. Wir schauen uns das Ganze eben auch auf BTC-US-Dollar-Basis an. Aktuell haben wir hier einen Bitcoin-Preis von 63.687 US-Dollar. Und was wir hier sehen können eigentlich ganz gut ist, dass wir uns immer hier in dieser Range aufhalten bei knapp 64.900 Dollar über die letzten Wochen. Und das ist eigentlich auch das Allzeithoch von 2021, wenn wir uns den Goldpreis heranziehen. Wirklich interessant, dass wir hier mal drüber gegangen sind, drunter, wieder drüber, drunter, drüber und jetzt aktuell wieder drunter sind und damit eben auch zu kämpfen haben. Natürlich hat das Ganze auch damit zu tun, was so in der Welt vor sich geht. Verschiedene Kriegsgebiete und Konflikte haben natürlich eben auch einen Einfluss hier auf den Bitcoin als Risikoasset nach wie vor. Und nichtsdestotrotz schauen wir uns das Ganze jetzt natürlich auch nochmal auf Euro-Basis an. Da haben wir aktuell 59.469 Euro. Ich finde, das ist immer noch ein sehr stabiler Preis und ja, ich bin einfach gespannt, wie es hier weitergeht. Wir sehen immer noch, der Trend ist weiterhin aufwärts. Das ist der Tageschart hier. Ich bin hier guter Dinge. Und wie viele Satoshis bekommen wir denn pro Euro? Da sind wir aktuell bei 1.679. Und wie wir auch hier sehen, halten wir uns eigentlich ziemlich gut am Allzeithoch aus 2021. Wir sind hier natürlich mal ein bisschen so drüber gegangen. Das heißt, es gab ein paar Sets mehr. Bei 1.700, das ist das Allzeithoch aus 2021. Und da befinden wir uns auch genau. Ich bin wirklich gespannt, wie lange wir noch hier so viele Sets bekommen, je Euro. Und ja, ich würde sagen, damit wir uns gar nicht mehr allzu lange aufhalten hier heute, habe ich noch was Kleines rausgesucht, ein Video auf X. Und zwar würde ich euch das ganz gerne abspielen und mich damit dann auch schon verabschieden. Ich wünsche euch nur das Beste und bis demnächst.
Gleich nochmal eine kurze Info. Die Grafik, die ihr jetzt seht im Hintergrund, das ist der Bitcoin-Preis über die gesamte Laufzeit hinweg und zeigt eigentlich, wie gut wirklich Buy and Hold heißt, Buy and Hodl hier eben funktioniert beim Bitcoin. Und ja, oben links seht ihr das Datum aktuell hier jetzt eben im Jahr 2017, die Blockhöhe darunter, den jeweiligen Bitcoin-Preis daneben und eben auch, wie alt ist das Netzwerk. Und dann sehen wir auf der rechten Seite bei einem Daily Purchase, also beim täglichen Kauf, wie viele Leute davon 100% im Profit sind und eben auch nicht. Und ja, grün bedeutet in dem Fall dann gute, rote eher nicht. Und ja, so wird es weiterlaufen hier bis zum aktuellen Datum Anfang April. Bis dann, ciao.